Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es das erste Review zu einer sehr, sehr krassen und besonderen Tabakmarke. Ihr habt ja vielleicht letztens schon unser Kopfbau-Video dazu gesehen. Es geht um Tangis. Und als erstes bringen wir euch das Review zu dem Canement. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Review. Da sind wir wieder mit dem Canement von Tangis. Und erstmal vorneweg, Leute, bitte fragt uns nicht, wo wir das her haben. Wir haben die von einem Kumpel, wir werden aber nicht sagen, wer. Und der wird auch allen anderen nichts verkaufen. Der hat einfach eine kleine Menge selbst mitgebracht, hat die verzollt und so weiter. Und dementsprechend will der halt auch nicht an alle möglichen Leute jetzt verkaufen. Es gibt Facebook-Gruppen, wo man sich sowas besorgen kann. Ob das dann immer so legal ist, das müsst ihr euch selbst überlegen. Wir sind keine Anwälte, da gibt es jetzt keinerlei Empfehlung. Aber wir kommen mal zum eigentlichen Thema, dem Canement von Tangis. Wir haben gerade die Noir-Line am Start. Ihr bekommt 250 Gramm von einem sehr dunklen, relativ ungewaschenen, sehr fein geschnittenen Tabak, der auch sehr gut die Molasse aufgenommen hat, wie ihr schon im Kopfbau gerade seht. Es ist einfach sehr, sehr besonders. Also ist sehr feinflockig und so. Und die Molasse ist wirklich gut aufgenommen. Es passt auf jeden Fall alles und man kann den Kopf sehr, sehr angenehm damit bauen. Canement, was soll das Ganze sein? Der Name sagt es ja schon, Cane von Rohrzucker und Mint von Minze. Es soll eine süße Minze sein. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zum Geruch und gucken mal, wie das Ganze so ist. Ja, man riecht auf jeden Fall ganz klar raus, dass es halt unheimlich frisch ist. Für mich auch noch so eine schwarze Tabaknote bei, die mir aber ziemlich gut gefällt. Also diese Kombination von der Frische von dem Tabak gefällt mir da ziemlich gut. Es ist halt einfach eine Pfefferminze. Da ist nichts bei. Also ihr habt einfach nur eine Pfefferminze, die aber trotzdem sehr, sehr lecker ist, beziehungsweise sehr, sehr gut riecht. Und ja, was sagst du dazu? Ja, also ich habe schon mehr als genug dran gerochen. Tangis ist immer was relativ Besonderes, wenn man daheim hat. Deswegen saß ich ungefähr die ersten drei Tage so da, habe den Tabak nur angeguckt und nur dran gerochen. Deswegen weiß ich schon genau, wie er riecht, aber ich rieche trotzdem nochmal dran. Und wie der Warren schon sagt, ja, man hat so eine kleine Grundtabaknote auf jeden Fall dabei. Dann fällt auf erstes auf, dass ihr eine sehr, sehr frische Minze am Start habt. Also man merkt wirklich, wenn man die Nase reinhält und mal ordentlich einen Zug nimmt oder ordentlich einatmet, dass das Ganze schon extrem frisch ist. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Es riecht einfach nach einer normalen Minze. Ja? Also es ist halt auch einfach nur eine Minze. Für mich geruchlich auf jeden Fall schon mal mit die beste Minze, die es gibt. Und im Hintergrund kommt dann noch so eine süße Note, würde ich sagen, das Ganze kommt wahrscheinlich von dieser Rohrzuckernote, das heißt ja deswegen auch Canement. Ja, gefällt mir auf jeden Fall für eine Minze extrem gut und ich würde sagen, wir kommen mal zum wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Und da ist das Ganze wie im Geruch für mich, ihr habt auf jeden Fall so eine leichte Tabaknote am Start, also ich würde das fast so als typischen Tangis-Untergeschmack beschreiben. Leute, die schon mal Tangis geraucht haben, wissen bestimmt direkt, was ich meine. Dann habt ihr eine sehr, sehr frische Minze am Start. Ja, also ihr merkt wirklich beim Atmen schon, dass alles kühl wird. Ihr merkt auch beim Ausatmen die Kühle noch. Und auch danach habt ihr noch ein schönes, frisches Gefühl im Mund. So ein bisschen, als ob ihr euch vor 5 Minuten die Zähne geputzt habt, ohne jetzt an Zahnpasta-Geschmack erinnern zu wollen. Die Minze ist relativ süß. Also man schmeckt nicht irgendwie so eine Zuckernote per se. Aber die Minze ist halt wirklich einfach süß. Ich würde das so ein bisschen beschreiben wie ein Mojito, wo ihr eben unten noch so ein bisschen Zucker im Glas habt und man merkt einfach, dass diese Minze so ein bisschen süß ist. So, finde ich, kann man das eigentlich am besten beschreiben, natürlich ohne diesen Mojito-Alkoholgeschmack. Gefällt mir ziemlich gut. Also, wie gesagt, es ist nur eine Minze, aber es ist einfach eine verdammt leckere, sehr, sehr gute Minze. Ja, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Ich würde es eher so beschreiben, als würde man so einen Pfefferminzbonbon haben. Ihr habt gleichzeitig diese Frische und dann habt ihr noch sowas Süßes bei. Das trifft es eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut. Mir gefällt es ziemlich gut, es ist sehr frisch, also gerade wie du auch gesagt hast, eigentlich egal ob beim Ausatmen oder auch beim Rauchen selber oder auch danach, man merkt weiterhin noch diese Frische. Ich rauche jetzt gerade vielleicht 30 Sekunden nicht und ich habe trotzdem weiterhin noch diese Frische im Hals und merke so, ja, du hast auf jeden Fall was geraucht. Apropos Rauchen, man merkt es auf jeden Fall, also Tangis ist kein All-Day-Tabak, den man sich rauchen würde, weil man erstens so selten daran kommt, ja. Und zweitens auch, weil er es einfach in sich hat. Also gerade wenn ihr den jetzt nicht richtig baut, kann es einfach mal dazu kommen, dass der euch wirklich vollkommen aus dem Leben rauskickt.
Aber genau dafür gibt es ja unser Kopfbordsteuer für Tangiers. Genau. Und ja, aber es ist auf jeden Fall, wenn man den Trick, wenn man den Dreh raus hat, den Kopfbau richtig zu bauen, dann ist es auf jeden Fall ein solider Tabak, der sehr lecker ist, der auf jeden Fall diese Pfefferminze, die man haben will, widerspiegelt. Und ja, deshalb kann ich dem Tabak auch nichts anderes außer 10 von 10 Sternen geben, weil ich meine, das, was er sein soll, ist er. Er schmeckt auch genau danach. Gut, man muss ein bisschen aufpassen beim Bauen, aber ansonsten ist es eigentlich echt ein sehr solider Tabak. Ja, sehe ich auch so. Also wie Jürgen schon gesagt hat, der Kopfbau ist tricky, man muss ihn wirklich meistern, deswegen haben wir extra nochmal das Kopfbau-Video dazu rausgebracht. Wenn ihr das genauso macht wie wir jetzt, dann läuft der auch so gut. Wir hatten zwischenzeitlich mal kurz die vierte Kohle runtergenommen, haben dann mit 3 weitergeraucht, jetzt haben wir wieder die vierte drauf und es läuft butterweich. Ja, es drückt nicht, es kratzt nicht, geht auf jeden Fall sehr, sehr gut vom Rauchverhalten her. Und ja, er ist ein bisschen stärker, man merkt definitiv, dass man raucht, aber für Leute wie wir, die jetzt mal mindestens 2 Köpfe jeden Tag rauchen, ist es eigentlich kein Thema. Achtet drauf, dass ihr was getrunken habt, was gegessen habt. Wir haben ja auch schon ein Video rausgebracht. Unsere 5 Tipps gegen Kopfweh, die greifen da auf jeden Fall auch. Dann scheppert ihr euch nicht weg. Schön andrücken im Funnel, dann läuft das Ganze. Zu meiner Bewertung. Es ist einfach für mich der perfekte Minztabak. Manchmal hätte ich vielleicht auch noch gerne einen Minztabak, der nicht so süß ist, sondern einfach nur extrem frisch ist. Wobei dann vielleicht auch eher Menthol interessant wäre. Aber für so einen Cane Mint ist er einfach für mich das absolute Nonplusultra. Er ist mega geil. Und deswegen auch von mir definitiv die 10 Sterne für den Cane Mint von Tangiers. Und dann ist das Ganze einstimmig. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was so euer Lieblings-Tangiers ist. Welchen wir versuchen sollen als nächstes zu rauchen. Ich hatte zum Beispiel auch noch den Cashmere Peach. Da haben wir es leider nicht geschafft, ein Review zuzudrehen. Aber trotzdem ein sehr, sehr geiler Tabak. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Top-Tangiers-Sorten unten in die Kommentare. Wir sind raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, noch ein Abo oder einen Daumen nach oben dazulassen. Ciao.